Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute widmen wir uns mal der Frage, was sind überhaupt vinkulierte Namensaktien? Wie immer würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das unterstützt uns riesig. Und ihr erfahrt weiteres Börsenwissen. Also jetzt auf den Abo-Button klicken und ich würde sagen, wir starten direkt ins Video. Und zwar soll es heute, ja, wie immer ein zweigeteiltes Video geben. Zunächst gucken wir uns ganz konkret an, was ist die Definition einer vinkulierten Namensaktie? Was ist das konkret? Und dann gehen wir in die Details über, gucken uns auch mal ein paar Vor- und Nachteile von dieser Namensaktie an. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der Definition. Was ist eine vinkulierte Namensaktie? Grundsätzlich habt ihr dieselben Rechte, die ihr mit einer normalen Namensaktie auch habt, denn ihr werdet eingetragen in das Namensregister. Was heißt das konkret? Alle eure Daten, die ihr beim Broker hinterlegt habt, beispielsweise bei Comdirect, aber auch bei Consorsbank und Trade Republic, also allen gängigen Brokern, habt ihr eure Namen registriert, euren Pass hinterlegt, eure Daten sind da gespeichert und die werden weitergegeben an das Namensregister der konkreten Aktiengesellschaft. Das heißt, ihr werdet da eingetragen mit eurem Namen, mit eurer Adresse, mit eurem Geburtsdatum. Das alles wird hinterlegt und zum Beispiel bekommt ihr dann auch regelmäßig Post, wenn ihr zum Beispiel zu den Aktienversammlungen eingeladen werdet. Das bringt natürlich eine hohe Transparenz für die Aktiengesellschaft. Das heißt, sie wissen genau, wer gerade eben konkret an ihrer Aktiengesellschaft beteiligt ist. Sie können das genau abschätzen, wer wie viel hält. Das ist meistens ja bei den anderen Aktienformen eben nicht möglich. Außerdem hat man so einen Schutz vor Übernahmen, da hier das Ganze geschützt wird. Vinkulierte Namensaktien sind eben nicht einfach zu übertragen, so wie das bei anderen gängigen Namensaktien ist, sondern hier entfallen bestimmte Rechte, die gängig eben sind bei diesen Aktienrechten, einfach für den jeweiligen Menschen, also für denjenigen, der die Aktie hält. Und dadurch kann man hier einen Schutz vor Übernahmen nehmen. Das heißt, es ist besonders für Unternehmen interessant, die ihre Aktienstruktur halten wollen, die schützen wollen. Wie immer würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Gerne könnt ihr auch uns auf Spotify oder Instagram folgen. Guckt da einfach mal in die Links in der Videobeschreibung. Sonst würde ich sagen, geht es jetzt direkt zu den Details über. Und ganz wichtig ist hier, dass die Umschreibeentgelte natürlich anfallen. Das heißt, ganz wichtig, ihr habt hier, wenn ihr euch eine Namensaktie kauft bei eurem Broker des Vertrauens, dann müsst ihr Umschreibeentgelte zahlen. Das heißt, je nachdem, welche B Gebühren da verlangt werden, manche Broker übernehmen das. Die meisten verlangen dafür meistens einen Betrag zwischen 90 und 90 Cent und 2 Euro, also kleinere Beträge, die sich aber natürlich auswirken, wenn ihr zum Beispiel einen ganz geringen Sparplan habt. Also ganz wichtig hier darauf zu achten, dass Umschreibeentgelte aufgrund dieser Namensaktie, weil ihr eben die Daten weitergeben müsst, anfallen. Außerdem ist es interessant, dass ihr trotzdem eine direkte Einladung zu der Hauptversammlung bekommt. Das heißt, die Namensaktie sichert euch das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und ihr werdet direkt eingeladen. Das heißt, bei jeder Namensaktie, wo ihr notiert seid, werdet ihr direkt angeschrieben, wie ich das gerade schon mal beschrieben habe. Ihr bekommt einen Brief und da steht dann, hiermit laden wir Sie herzlich zu unserer Hauptversammlung ein und ihr könnt euch dann anmelden und dann vor Ort die besuchen, beziehungsweise jetzt aktuell haben wir alle Hauptversammlungen digital stattgefunden. Das heißt, es variiert dann natürlich auch. Man wird sehen, wie das in den nächsten Jahren stattfindet. Außerdem ist aber ganz wichtig, und das ist jetzt das Entscheidende, warum es eine vinkulierte Namensaktie ist, die eben sich von der gängigen Namensaktie unterscheidet. Man muss einem Verkauf erst durch die AG zustimmen lassen. Das heißt, dieser Schutz vor Übernahmen funktioniert eben so, dass die AG, also die Aktiengesellschaft, erst zustimmen muss, dass der Verkauf tatsächlich stattfinden soll. Dadurch hat die Aktiengesellschaft eben mehr Rechte. Das heißt, sie kann verhindern, dass der Verkauf stattfindet und dadurch kann sie eben die Aktienstruktur langfristig sichern. Also da müsst ihr ganz genau darauf achten, wenn ihr euch eine vinkulierte Namensaktie kauft, sind typischerweise nicht die standardmäßig, ja, verkauft werden. Allerdings gibt es durchaus welche da dort am Markt. Da müsst ihr eben genau aufpassen, wenn ihr diese vinkulierte Namensaktie kauft. Und das soll es dann auch gewesen sein von unserem kleinen Video hier rund um die vinkulierte Namensaktie. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Lasst ihr jetzt gerne ein Like da. Ansonsten kommentiert das Video, falls ihr weitere Videos noch euch wünscht. Wir haben außerdem eine Playlist rund um Börse für Anfänger. Alles für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Viel Spaß dabei zu gucken. Ansonsten soll es das gewesen sein. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.
Ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute widmen wir uns mal der Frage, was sind Inhaber-Aktien? Dabei würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das würde euch natürlich auch was bringen, denn ihr bleibt immer auf dem Laufenden, was aktuelles Börsenwissen angeht. Ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt ins Video. Und wie immer soll das Video hier zweigeteilt sein. Das heißt, wir gucken uns erstmal an, was ist eine Inhaber-Aktien konkret? Was ist die Definition? Was sind die groben Eckdaten? Und dann gehen wir über zu den Details, Vor- und Nachteilen von diesen Inhaber-Aktien. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der Definition. Und grundsätzlich ist hier ganz wichtig, dass bei Inhaber-Aktien entgegen den Namensaktien der Aktionär der AG komplett unbekannt ist. Das heißt, wenn ihr eine Aktie kauft, dann werden eure Namen, die beim Broker zum Beispiel hinterlegt sind, nicht weitergegeben. Ihr seid also der jeweiligen Aktiengesellschaft unbekannt und dadurch habt ihr natürlich auch eine enorme Anonymität. Das heißt, der Aktionär bleibt komplett anonym, was natürlich auch die Möglichkeit offenbart, dass der Verkauf und die Übertragung jederzeit möglich ist. Das ist also ein entscheidender Unterschied zu zum Beispiel der vinkulierten Namensaktie. Hier habt ihr die Möglichkeit, bei der Inhaberaktie die Aktien ständig zu verkaufen. Sie müssen nicht erst übertragen werden. Dementsprechend entfällt natürlich auch ein hoher bürokratischer Aufwand, der zum Beispiel bei der Namensaktie einfach stattfindet. Dementsprechend werdet ihr das gleich aber auch sehen, entfallen auch bestimmte Rechte, die ihr mit der typischen Namensaktie zum Beispiel erwerbt. Hier ganz wichtig, Verkauf und Übertragung sind aber jederzeit möglich, was sehr wichtig ist für viele Aktionäre, die zum Beispiel auch im Daytrading aktiv sind. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Gerne könnt ihr auch in die Links in der Videobeschreibung vorbeigucken. Unter anderem haben wir einen Podcast, eine Instagram-Seite. Guckt da einfach mal vorbei, falls es euch interessiert. Jetzt würde ich sagen, machen wir aber schnell weiter mit den Details. Und ganz wichtig ist hier, die Umschreibeentgelte entfallen. Das heißt, bei einer typischen Namensaktie habt ihr ja einen Kostenbeitrag, den ihr typischerweise zahlen müsst. Bei den meisten Brokern findet dieser Betrag sich auch in den jeweiligen Bedingungen, in den Kostenbedingungen. Dieser Umschreibebetrag entfällt natürlich, weil ihr ja hier keine Namen weitergeben, weil die Aktiengesellschaft keinen weiteren Aufwand hat und dementsprechend auch der Broker keinen Aufwand hat. Also hier ganz wichtig, Inhaberaktien, dadurch, dass ihr den Namen nicht weitergeben müsst, werden auch die Umschreibeentgelte entfallen. Tatsächlich findet aber trotzdem eine Einladung zu der Hauptversammlung statt. Das heißt, typischerweise schreibt euch euer Broker dann an, ihr bekommt also von der Comdirect, von der Consorsbank, von Trade Republic etc. etc. euren Broker, euren Brief. Ihr werdet eingeladen zur Hauptversammlung. Typischerweise liegt dann auch noch so ein Schreiben bei, wie wir würden gerne ihre Stimme bündeln, damit eben zum Beispiel die Comdirect oder die Consorsbank dann gesamt abstimmen kann, damit sie einige Aktionärsrechte sozusagen bündeln kann und sozusagen im Sinne der meisten Aktionäre entscheiden kann. Das ist also hier der Fall von einer Inhaberaktie. Außerdem ist der Verkauf anonymisiert möglich, das heißt, ihr habt hier nicht weiter das Problem, dass ihr direkt genannt werdet. Ihr habt nicht das Problem, dass erst etwas umgeschrieben muss. Niemand muss eurem Verkauf zustimmen. Ganz wichtig also, dass ihr den Vorteil habt, dass ihr komplett anonymisiert da bleibt. Dementsprechend sehr viele Vorteile bei der Inhaberaktie, hat aber natürlich auch Nachteile gegenüber der Namensaktie, zum Beispiel eben, dass ihr nicht in der Aktionärsstruktur aufgeführt werdet, dass ihr nicht direkt angeschrieben werden könnt, dementsprechend, dass die Daten nicht direkt hinterlegt sind. Das kann natürlich auch ein Vorteil sein, weil ihr die Anonymität haben wollt, kann aber auch ein Nachteil sein, weil eben kein direkter Kontakt zur Aktiengesellschaft besteht. Und das soll es auch gewesen sein von diesem Video. Vielen Dank fürs Zugucken. Ihr wisst, auf unserem Kanal gibt es jeden Tag neue Videos und natürlich Bilder auf Instagram. Gerne auch unseren Podcast abchecken. Schaut jetzt in die Videobeschreibung, da gibt es ein paar Links. Gönnt euch die und ich würde sagen, dann soll es das gewesen sein. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao. Ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns mal die Frage an, was sind Stammaktien? Wie immer würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das Ganze könnt ihr machen, wenn ihr mehr Börsenwissen erfahren wollt. Ansonsten unterstützt ihr uns natürlich auch riesig. Dementsprechend klickt jetzt auf den Abo-Button und ich würde sagen, wir starten direkt ins Video rein. Grundsätzlich unterscheiden wir das Video heute in zwei Teile. Wir gucken uns erstmal die Definition an. Was sind Stammaktien denn jetzt konkret? Und dann gucken wir uns die Details an, gucken uns ein paar Vor- und Nachteile an, die solche Stammaktien eben propagieren. Also ganz interessantes Video. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der Definition. Bei den Stammaktien ist ganz wichtig, dass euch alle Aktionärsrechte zugesichert werden. Das heißt, alles, was ein Aktionär typischerweise machen darf, wird euch zugesichert. Das heißt konkret, ihr könnt zum Beispiel Dividende beziehen, ihr könnt an den Hauptversammlungen teilnehmen, ihr habt Stimmrechte. All diese Rechte, die ein typischer Aktionär hat, die werden euch hier gesichert. Dementsprechend habt ihr auch natürlich eine Einwirkungsmöglichkeit. Insbesondere könnt ihr auf Hauptversammlungen zum Beispiel Fragen stellen. Das geht typischerweise, reicht ihr die Fragen vorher ein, dann werden die gruppiert und eure Frage findet sich
typischerweise dann in der Hauptversammlung wieder. Deswegen gehen Hauptversammlungen ja typischerweise auch sehr lange, weil ihr natürlich die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen. Und je nachdem, wie viele Fragen eben gestellt werden, habt ihr dann auch die Möglichkeit, eure Frage dann zu hören. Allerdings ist ganz wichtig, dass der Preis dieser Aktie typischerweise höher ist, weil ihr ja auch mehr Möglichkeiten habt, weil ihr mehr Rechte habt, weil ihr ein vollwertiges Mitglied bei dieser Aktiengesellschaft seid. Deswegen hier schon mal direkt anzumerken, der Preis höher als bei der Vorzugsaktie. Den Vergleich machen wir natürlich auch noch. Wie immer würden wir uns mit einer kleinen Werbung freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, gerne auch liked das Video. Ansonsten schaut mal in die Links in der Videobeschreibung. Hier gibt es was zu Instagram, zu Spotify. Nur eine kleine Werbung, ich würde euch riesig freuen. Ansonsten gehen wir jetzt zu den Details über. Und bei den Vor- und Nachteilen muss man natürlich sagen, dass es einerseits von größeren Unternehmen emittiert wird. Das heißt, viele kleinere Unternehmen bieten solche Stammaktien gar nicht an, beziehungsweise unterscheiden nicht zwischen Stamm- und Vorzugsaktien. Dementsprechend ist das natürlich nicht für alles zugänglich. Das heißt, ihr könnt nicht ein einheitliches Portfolio aus nur Stammaktien oder nur Vorzugsaktien machen, weil die einfach nicht ständig emittiert werden. Außerdem müsst ihr darauf achten, dass es bei manchen Stammaktien eine eventuell niedrigere Dividende gibt. Das heißt, typischerweise ist die Dividende bei einer Vorzugsaktie ein bisschen höher. Das heißt, das ist natürlich ein Vorteil für die Vorzugsaktie. Hier bei der Stammaktie habt ihr meistens dadurch, dass ihr mehr Möglichkeiten habt, auch eine niedrigere Dividende. Muss nicht zwangsweise so sein, solltet ihr euch aber auf jeden Fall vergleichen, wenn ihr euch entscheiden wollt zwischen einer Stammaktie und einer Vorzugsaktie. Das ist ein ganz kleiner, einfacher Vergleich, den ihr mit den typischen gängigen Aktienportalen anstellen könnt. Und dementsprechend ist es als Privataktionär eigentlich unattraktiv, denn diese Einwirkungsmöglichkeiten, die ihr habt, sind nahezu nicht relevant, denn auch wenn ihr Fragen stellen könnt, ihr könnt ja mit eurem Stimmrecht kaum einwirken. Das heißt, das ist typischerweise eher für größere Unternehmen, für Fondsgesellschaften interessant, die durch ihr Einwirken durch ihre Stimmrechte auch etwas bewegen können. Als kleiner Privataktionär, der nicht sich einer großen Gemeinschaft anschließen möchte, ist es eigentlich eher unrelevant als Kleinanleger da eine Stammaktie zu haben. Kann aber natürlich sein, dass ihr trotzdem im Sinne der Demokratie hier euch dafür entscheidet, dass es sehr wichtig ist, diese Einwirkungsmöglichkeiten zu haben. Es sei aber erwähnt, dass es natürlich ein sehr geringer prozentualer Anteil ist, wenn ihr jetzt nicht ein sehr hohes Investitionsvolumen habt. Also das ist ein kleiner Nachteil. Das soll es dann aber auch gewesen sein von diesem kleinen Video rund um Stammaktien. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Gerne könnt ihr jetzt ein Like da lassen. Das würde uns riesig freuen. Unterstützt uns riesig. Falls ihr noch Vorschläge für weitere Videos habt, abonniert unseren Kanal, kommentiert es gerne mit dem Wunsch. Und ansonsten, soll es gewesen sein, guckt den Links in der Videobeschreibung. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Kommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns mal die Frage an, was sind Vorzugsaktien? Dabei würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Gerne könnt ihr das machen, damit ihr mehr Börsenwissen habt. Ansonsten unterstützt ihr uns natürlich auch riesig. Dementsprechend klickt jetzt auf den Abo-Button und ich würde sagen, wir starten direkt ins Video rein. Heute gucken wir uns ja einmal an, was ist die Definition von Vorzugsaktien? Was ist das konkret? Wir gucken uns danach aber auch noch die Details an. Das heißt, wir gehen auf Vor- und Nachteile von solchen Vorzugsaktien ein. Wir gehen jetzt aber direkt mal los mit der Definition. Grundsätzlich ist es ganz entscheidend im Vergleich zur Namensaktie, dass Aktionärsrechte hier eingeschränkt werden. Das heißt, ihr habt nicht die gängigen Aktionärsrechte, wie zum Beispiel die Teilnahme an Hauptversammlungen, Abstimmungsrechte oder das Einbringen von Fragen. Das sind alles Rechte, die bei euch bei einer Vorzugsaktie nicht zugesichert werden können. Bei einer Namensaktie habt ihr diese Rechte ja, hier bei einer Vorzugsaktie habt ihr diese Rechte nicht. Ganz wichtig ist damit natürlich auch, dass euch die Einwirkungsmöglichkeiten deutlich reduziert werden. Ihr könnt natürlich trotzdem auf gängigen Wegen die Aktiengesellschaft kontaktieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die auf eure Fragen bzw. auf eure notwendigen Informationen, die ihr haben wollt, eingehen, ist halt relativ gering, weil ihr auch kein eindeutiges Stimmrecht bei der jeweiligen Aktionärsversammlung habt. Dementsprechend, ihr müsst darauf vertrauen, dass die anderen Aktionäre ihren Job gut machen oder ja, die Einwirkung generell positiv ist. Also wenn das eine gesicherte Aktionärsstruktur ist, die ihr hier kennt, zum Beispiel, weil die durch vinkulierte Namensaktien gesichert wurde, dann könnt ihr hier euch sicher sein,
dass diese Einwirkungsmöglichkeiten vielleicht auch gar nicht notwendig sind. Wenn aber zum Beispiel aktive Immobilienfonds arbeiten, beziehungsweise aktive Hedgefonds arbeiten, die ja, aggressiv sogar in das Unternehmen eindringen, dann kann es auch wichtig sein, dass ihr diese Einwirkungsmöglichkeiten habt. Dann wäre die Namensaktie eher relevant für euch. Ganz wichtig ist aber auch, dass ihr meistens auch einen Preisvorteil habt. Das heißt, es ist ein kleiner Vorteil hier schon mal für die Stammaktie, beziehungsweise gegenüber der Stammaktie. Das heißt, die Stammaktie ist typischerweise teurer, ist nicht immer so, ist aber meistens so. Dementsprechend der Preis der Vorzugsaktie hier bezieht sich darauf natürlich, dass es ein kleiner Vorzug ist, den ihr da genießen dürft. Ihr bekommt ein bisschen Preisnachlass eben dafür, dass ihr auf bestimmte Aktionärsrechte verzichtet. Und damit soll es auch mal kurz in die Werbung gehen. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, gerne das Video liked und ansonsten schaut mal in die Links in der Videobeschreibung. Gibt unseren Podcast von uns. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt zu den Details über. Und ganz wichtig ist, dass es diese Vorzugsaktien meistens nur von größeren Unternehmen emittiert werden. Das heißt, die sind nicht für alle zugänglich. Dementsprechend könnt ihr auch nicht ein Portfolio nur aus nur aus Stammaktien bzw. nur aus Vorzugsaktien bauen, sondern meistens nur, wenn ihr aus größeren Unternehmen euch auswählt. Sonst gibt es typischerweise nur eine gängige Stammaktie. Diese Vorzugsaktien werden zum Beispiel nur von Volkswagen emittiert. Also es gibt nur ganz wenige Unternehmen, die das zum Beispiel in Deutschland machen. Aber ein Vorteil ist natürlich, dass ihr eine eventuell höhere Dividende genießen dürft. Das müsst ihr unbedingt vergleichen, wenn ihr seht, okay, Volkswagen emittiert zum Beispiel eine Stammaktie und eine Vorzugsaktie. Dann guckt ihr euch an, was sind die jeweiligen Dividenden in den vorherigen Jahren gewesen. Habe ich da einen nennenswerten Vorteil? Ist da ein nennenswerter Preisvorteil? Weil dann kann die Vorzugsaktie für euch natürlich besonders interessant werden, weil Kleinanleger ja nicht diese Einwirkungsmöglichkeiten haben, die größere Fonds haben, für die die Stimmrechte nochmal deutlich relevanter sind. Dementsprechend ist es als Privataktionär bzw. als Kleinanleger äußerst attraktiv, nicht in eine Namensaktie zu investieren, sondern nicht in eine Stammaktie, sondern in eine Vorzugsaktie zu investieren. Es kann natürlich aber auch sein, dass es für euch ein klarer Nachteil ist, dass ihr sozusagen Demokratiedefizit hier verspürt und dementsprechend ihr euch dazu entscheidet, das nicht zu machen, bzw. als Kleinanleger trotzdem auf eine Stammaktie setzt. Das soll es aber gewesen sein von diesem kleinen Video rund um Vorzugsaktien, beziehungsweise den Vergleich zu Stammaktien. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Hier gibt es jeden Tag neue Videos und Bilder auch auf Instagram. Ansonsten haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Guckt in die Links in der Videobeschreibung und ciao. Zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute widmen wir uns mal der Frage, was sind überhaupt Namensaktien? Wie immer würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das heißt, wenn ihr unseren Kanal und unterstützt für mehr Börsenwissen. Das bringt euch was, ist für uns eine riesen Unterstützung. Jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt mit der Definition. Danach sollen wir uns auch noch die Details angucken und gucken uns auch noch Vor- und Nachteile an. Definition einer Namensaktie ist, dass ihr grundsätzlich eingetragen werdet in das Namensregister. Das heißt, ihr seid der Aktiengesellschaft bekannt. Zum Beispiel werden so von dem Broker an die jeweilige Aktiengesellschaft euren Namen weitergegeben, natürlich auch eure Adresse, damit sie euch privat kontaktieren können, damit sie einen direkten Kontakt zu euch haben. Das ist natürlich eine hohe oder sichert natürlich eine hohe Transparenz für die jeweilige Aktiengesellschaft. Das heißt, dadurch, dass ihr natürlich eine Namensgesellschaft, eine Namensaktie besitzt, weiß die Aktiengesellschaft genau, wer konkret jetzt gerade ein jeweiliger Aktionär ist. Dabei ist ganz wichtig, dass ihr den Verkauf trotzdem ständig möglich habt. Das heißt, dass bei dem Verkauf der Name geändert werden muss. Dementsprechend habt ihr natürlich auch ein leichtes Problem, die ständig loszuwerden, beziehungsweise ist natürlich ein hoher bürokratischer Aufwand, den typischerweise der Broker für euch auch in Rechnung stellt. Wie immer würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr kurz die Links in der Videobeschreibung abcheckt. Unter anderem sind wir auf Spotify und Instagram, heißen dort auch Selbstorientiert. Würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt zu den Details bzw. den Vor- und Nachteilen an. Nachteil ist natürlich, dass ihr typischerweise bei den meisten Brokern auch ein Umschreibeentgelt bezahlen müsst. Das heißt, das kostet euch natürlich nochmal zusätzlich Geld, weil einfach ein höherer bürokratischer Aufwand anfällt. Außerdem bekommt ihr aber auch eine direkte Einladung zu der Hauptversammlung. Das kann natürlich ein Vorteil sein, wenn ihr zum Beispiel direkt kontaktiert werden wollt, nicht über den Broker, sondern einen direkten Kontakt zu den jeweiligen Aktiengesellschaften haben wollt, dann kann es ein großer Vorteil sein, mit einer Namensaktie zu agieren, weil ihr eben der Aktiengesellschaft bekannt seid.
Wichtig ist aber hier in der Abgrenzung zur vinkulierten Namensaktie, der Verkauf ist jederzeit möglich. Das heißt, während bei der vinkulierten Aktie die jeweilige Aktiengesellschaft erst euch zustimmen muss, erst gucken muss, okay, wollen wir die Aktionärsgesellschaft oder Aktionärsstruktur jetzt verändern oder wollen wir, dass dieser Aktionär bei uns bleibt, ist hier ganz wichtig, dass bei der Namensaktie der Verkauf jederzeit möglich ist. Das heißt, ihr könnt selbst entscheiden, ob der Verkauf stattfinden soll oder nicht, ob ihr die Aktie verkaufen wollt und es muss nicht noch erst ein Dritter, also in dem Fall die Aktiengesellschaft, zustimmen, dass ihr die jeweilige Aktie verkauft. Das heißt, ihr seid trotzdem noch könnt noch liquide mit euren Sachen umgehen. Ihr habt einfach nur mehr Rechte bzw. seid der Aktiengesellschaft bekannt. Dementsprechend geht natürlich, und das ist natürlich auch ein Nachteil, die Anonymität verloren, die ihr zum Beispiel bei gängigen Aktienideen ja noch habt. Hier entfällt das Ganze und ihr habt natürlich auch den Nachteil dieser Umschreibentgelt. Bringt aber auch Vorteile, wenn ihr zum Beispiel plant, relativ lange in dieser Aktiengesellschaft zu bleiben, beziehungsweise euch wirklich ernsthaft zu beteiligen, ein hohes Investitionsvolumen aufzubringen, dann kann es durchaus interessant sein, eine Namensaktie vorzuziehen. Und damit soll es aber auch gewesen sein von diesem Video rund um Namensaktien. Wir haben auch noch ein Video rund um vinkulierte Namensaktien gemacht. Guckt da gerne in unsere Playlist rund ums Börsenwissen vorbei. Ansonsten soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like da und dann abonniert unseren Kanal. Haut rein und ciao.